Nach über 2 Jahren Pandemie steht nun bald der nächste Opernball an, und zwar der 65. Richard Lugner, der hat, wie auch in den Jahren zuvor, seinen Stargast eingeladen. Und zwar ist es dieses Mal die 85-jährige zweifache Oscar-Preisträgerin Jane Fonda. Die ist am Montag um 8 Uhr in Wien am Flughafen gelandet, und schon bei ihrer Ankunft, da gab es einigen Wirbel. Richard Lugner, der ist nämlich standesgemäß, wie auch so oft in der Vergangenheit, mit eigenen Limousinen angereist. Die hat der Star aber nicht gewollt. Sie wollte lieber den BMW von Richard Lugner. Kurzerhand mussten Lugner und seine Sekretärin dann auf die Limousine umsteigen, damit Jane Fonda stilecht mit der BMW-Marke hierher fahren konnte. Das Argument von Lugner: sie ist Klimaaktivistin und bevorzugt einen BMW. Zur Aufregung ist es dann auch vor dem Hotel gekommen, denn auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel hatte Richard Lugner erfahren, dass sich Klimaaktivisten scheinbar vor Hotel geklebt hatten. Dem war aber nicht so. Trotzdem hatte man zur Sicherheit den Hintereingang des Hotels gewählt. Wie es nun weitergehen wird: Jane Fonda hatte angekündigt, keine Termine mit Richard Lugner wahrzunehmen, außer sie seien offiziell. Richard Lugner dazu: ich bin zu keinem Termin zugelassen, der nicht offiziell ist. Soweit wird der Hollywood-Star vielleicht die Zeit noch etwas nutzen, um den ein oder anderen Einkaufsbummel zu machen oder unerkannt durch die Wiener Straßen zu schlendern. Zumindest den Versuch wird sie wagen. Der nächste offizielle Termin, der wird dann am Mittwoch sein. Da gibt es dann eine Pressekonferenz im Lugner Kino. Im Anschluss, da gibt es dann auch noch eine Autogrammrunde, und das große Highlight, das wird dann der Opernball am Donnerstag sein. Heute und morgen will sie absolut privat genießen. Richard Lugner ist zu keinen Terminen zugelassen. Man weiß auch nicht genau, was sie macht. Es steht nur so viel fest: sie wird jede Menge Museen besuchen. Angeblich soll die Albertina und das Kunsthistorische Museum fix am Plan stehen. Aber das will sie alles inkognito machen. Sie möchte keine Fotografen, sie möchte keinen Rummel. Und wie sehr sie sich eigentlich abschottet, hat man in der Früh schon gesehen bei der Ankunft. Mhm. Normalerweise gibt es immer einen Fototermin in der Früh, wenn Lugners Stargast ankommt, direkt am Flughafen. Und Jane Fonda wollte keine Fotos. Sie wollte, wie wir gehört haben, auch nicht in die große Stretch-Limo einsteigen, wo ganz groß Jane Fonda draufsteht. Was ich vielleicht auch sogar ein bisschen nachvollziehen kann, weil in einem Auto, wo ganz groß mein Name draufsteht, muss ich jetzt nicht fahren. Ein zweites Auto, das Lugner organisiert hat, war ihr auch nicht genehm. Und im Endeffekt ist sie mit Richard Lugner in seinem BMW mitgefahren. Und die Sekretärin von Herrn Lugner durfte das Stretch-Limo vom Flughafen reinfahren. Beim Hotel, ja. Da hat Lugner Angst gehabt, dass sich Klimaaktivisten auch dort festgeklebt haben. Deswegen alle Fans und Autogrammjäger, die vor dem Hotel gewartet haben, sind ebenfalls enttäuscht worden, weil sie hinten direkt in die Garage reingefahren ist. Du hast gerade angesprochen, Richard Lugner ist nicht erwünscht bei ihren Freizeitaktivitäten, ja. Nennen wir es einmal so. Der Grund dafür, heißt es zumindest, ist jener, dass ihre Make-up-Artistin noch nicht mit dabei ist. Ganz genau. Diese kommt erst morgen an. Die kommt morgen, und da will am späten Nachmittag. Da will sie auch warten, bis sie sich dann genau in ihrer Schönheit auch zeigt. Genau, sie will sich der Presse und der Öffentlichkeit halt erst präsentieren, wenn sie gestylt ist von ihrer jahrelangen Make-up-Artistin. Und die Zeit bis dahin will sie eben inkognito sich Museen anschauen. Ich bin mir sicher, sie wird auch irgendwohin essen gehen. Wenn sie der eine oder andere Paparazzo erwischt und Fotos macht, schön. Aber sie wird alles tun, um das zumindest bis morgen Abend zu vermeiden. Ab Mittwoch steht dann sowieso das offizielle Programm an. Um 12 Uhr, wie gesagt, ist die große Pressekonferenz im Lugner Kino. Und ab 13 Uhr gibt es die Autogrammstunde in der Lugner City, was eigentlich auch so der erste Härtetest für Jane Fonda sein wird, wo man sieht, wie sie wirklich drauf ist, ob sie das alles wie ein Profi herunterspult oder ob so wie am Flughafen schon ein paar Allüren rauskommen. Wird sich alles zeigen. Wollte ich gerade nachfragen. Es ist ja bekannt bei solchen Megastars, dass man bestimmte Wünsche hat, dass man beispielsweise die Temperatur des Zimmers ganz genau eingestellt haben möchte, dass man ein bestimmtes Wasser haben möchte. Ist irgendetwas durchgedrungen? Irgendeine Besonderheit, die Jane Fonda hier vorweg angegeben hat? Noch nicht. Bis auf eben den Wunsch, nicht auftreten zu müssen, bevor ihre Stylistin da ist. Ob sie jetzt Evian oder Römerquelle oder Fürslauer am Zimmer haben will, da wissen wir nicht. Aber ich bin mir sicher, auch das wird uns Richard Lugner noch zeitgerecht erzählen. Er macht es ja immer. Er will nur nicht im Vorfeld schon zu viel erzählen von den Allüren, weil wenn sie das dann in der Zeitung sieht, kommt es natürlich für ihn auch nicht gut. Mhm. Deswegen hält er sich mit solchen Informationen noch zurück. Aber wir können sicher sein, dass der Herr Lugner da sehr redselig sein wird.
Jane Fonda ist auch eine Klimaaktivistin. Ja. Sie hat auch schon an zahlreichen Protestaktionen teilgenommen. Es würde jetzt auch passen, dass sie an dieser teilnimmt, denn die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben gleich eine Welle von Aktionen geplant. Mit dem heutigen Tag starten diese. Auch denkst du, es ist vorstellbar, dass wir Jane Fonda vielleicht auf einer der Protestaktionen sehen? Also ich glaube nicht, dass sich Jane Fonda auf einen Zebrastreifen kleben wird. Mhm. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber dass vielleicht auch bei der Pressekonferenz und bei Interviews das eine oder andere Statement Richtung Klimaschutz, bin ich mir ziemlich sicher, dass da was kommen wird. Und natürlich, es werden auch bei der Pressekonferenz Fragen in dieser Richtung gestellt werden, wenn für die ganze Woche eben Proteste angekündigt sind. Spannend wird es, wie sie dann damit umgeht, wenn sie am Opernball geht. Es sind ja mehrere Opernball-Demos angesagt. Mhm. Inwieweit sie sich dann solidarisch mit Aktivisten zeigt, wenn es darum geht, dass sie mit etwas Verspätung erst am Ball ankommt, wenn die Straßen blockiert und so weiter sind, ob sie dann solidarisch ist mit ihnen oder ob sie doch eher genervt ist. Weil du vorhin auch Richard Lugner angesprochen hast, dieser ja praktisch bei ihren Freizeitaktivitäten ausgeladen wurde. Wie hat er denn darauf reagiert? Er nimmt das eigentlich gelassen. Er hat schon so viele Opernballgäste mit so vielen Allüren und Sonderwünschen gehabt. Er nimmt es gelassen. Für ihn ist es angenehm. Er muss sich quasi um nichts kümmern. Wobei ich natürlich weiß, er hat mir erzählt, im Vorfeld hat er schon dafür gesorgt, wegen der Albertina und wegen Kunsthistorischen Museum, die zwei Locations, hat er schon Gespräche geführt, wo er noch davon ausgegangen ist, dass er vielleicht mitgehen darf. Aber ich nehme an, es ist alles von ihm vorbereitet worden und dass Frau Fonda dann, wenn sie X oder Y machen will, einfach nur sagt, sie geht jetzt dorthin und es ist alles vorbereitet. Richard Lugner wurde schon von großen Stars begleitet zum Wiener Opernball. Ist das der größte Star? Es ist einer der größten Stars auf jeden Fall. Sein Lieblingsgast, und das wird sich wahrscheinlich nie ändern, ist immer noch Sophia Loren, von der schwärmt er ja seit vielen Jahren. Er hat wirklich große Namen gehabt, Hollywood-Größen aus der alten Zeit, aus modernerer Zeit, wie eine Kim Kardashian, die jetzt keine Hollywood-Größe ist, aber auch ein Superstar ist. Aber Jane Fonda ist auf jeden Fall in den Top 5 seiner Opernballgäste auf jeden Fall dabei.